Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mazalsa. Mit am Server sind immer noch die Wichu und der Sirin. Aber nicht mit Tiers. Und der Zombie. So. Ja, wir waren ja auch immer teilweise am Aufbauen. Das war ja schon fertig. Kommt immer noch nicht drauf klar. Wir könnten ja dann mal schauen, dass wir. Ändert. Komm, wir pflanzen dann die Kohle-Seeds mal an. Redstone, Glowstone, Obsidian können wir brauchen, Iron, Gold, Lapis, Ender, das haben wir nicht. Blaze, ja, Dia, Emerald, eher nicht. Earth nicht. Copper, Zinn, können wir auch mal. Ja, also circa alles. Tun wir das mal wieder hier rein. Haben wir noch genug Material für einen Eimer? Nein, da fehlt ein Eimerohr. Verbrennen wir dafür dann mal hier so ein paar Holzplanken. Ja, dann auf jeden Fall nachher mal drüben einziehen. Das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Das würde ich gerne mit euch machen. Nehmen wir uns hier mal Kabels raus. Machen uns einen Eimer, Bucket und dann eine Stonehoe und eine Shovel. So. Machen wir das hier Ganze noch ein bisschen schicker. Ich weiß gar nicht, ob man es in dem Ton gehört hat, aber hier war gerade mein Handy am Werk. Ich bin auch ein Trottel, wieso mache ich das hier? Das würde ich doch lieber zumachen, dass ich hier eine schöne gerade Fläche habe. Also es wird auf jeden Fall diesmal, wie gesagt, kein Magical Crops Gebäude geben. Da habe ich nicht mehr so wirklich viel Lust drauf. Wir werden stattdessen auch schauen, dass wir eine Quarry aufbauen. Aber keine schlicht normale Quarry. Ich würde da gerne eine Ender Quarry machen, damit hier die Natur ein bisschen gehütet bleibt. Aber ich werde dann auch für schätzlich ein Portal zu der Mining World machen. Da werde ich wahrscheinlich ein mir gleich mal anschauen, was man dafür alles so braucht. So. Machen wir mal hier die ganzen Pflanzen weg. Oh, scheiße, die Pneumatik war Pflanzen. Mal. So. Machen wir hier noch dicht, soweit es geht. Holen uns von hier einfach noch ein bisschen Erde. Ja, das tut echt schon gut, wieder zu fliegen. Es ist zwar schade, dass das alles so gelaufen ist mit dem Server. Wir waren schon ziemlich weit, aber naja. Kann man halt nichts machen. Es ist ein Modpack, da passiert nur sowas. So. Oh, schade, wir haben jetzt auch nicht das Siegel. Aber okay, wir haben gar keine Möglichkeit, Blut aufzuladen. Ich sag teilweise echt immer noch ihr, wir. Aber finde ich eigentlich auch so schön, wenn ich euch so persönlich anspreche. So, machen wir schon mal hier.
machen wir jetzt einfach mal, klatschen wir einfach alles so rein, wie wir es wollen. Was haben wir dann hier alles? Redstone, Glowstone, Obsidian, Iron, Cow, Zinn, Copper, Diamond, Emerald, Gold, Lobbies, Ender, Blaze, Coal, Ghast, Skeleton und Creeper. So, ich werde auf jeden Fall den Teufel tun und jetzt wieder mit der Gießkanne daneben setzen. Das hat euch ja schon beim letzten Mal so super gefallen. Wir können mal schauen. Ja, ich mache mal hier ein weiteres Feld für eine kleine Nahrungsversorgung schon mal. So, wir haben ja hier noch den Reis, Strawberry, Tomato. Kommen nehmen wir auch noch Party mit. Haben wir hier noch Seed? Slime Plant? Nein. Nein, aber ich hatte irgendwo noch. Nein. Hatte ich den hier drin? Ja, den würde ich noch anpflanzen. Was haben wir hier noch? Erd. Ja, komm, das lassen wir dann mal. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt auch mal 3, 4, 1, 2, 3, 4, und dann machen wir hier das Feld rein. Ich höre einen Huhn. Freddy! Ich frage mich gerade ganz ehrlich, wie ich auf Freddy komme. Ich glaube, ich wollte irgendwie nur einen Namen sagen. Das ist jetzt ab sofort unser Haus und stoppe ich mir gleich mal. Alter. Freddy, wie komme ich auf diesen Scheiß? Aber naja, wir pflanzen mal dann hier Reis. Mal hier Strawberries und hier Tomatoes und dann machen wir hier auf der Seite jede Menge schönes Bali. Jede Menge schöne deutsche Gerste. Ich hatte mich ja mal interessiert dafür, was eigentlich Bali ist, weil ich denke mir, ja, okay, Bali, okay, kann man schön noch Brot draus machen, aber ich wusste echt nicht, was das für ein Getreide sein sollte, weil normales Wheat konnte es ja nicht sein. Das ist ja schon das normale Samen. Habe ich mir auf Deutsch gestellt und es ist Kerste. Und ich stelle mir die Frage, kann man wirklich daraus, aus Gerste kann man da wirklich Brot machen? Ich habe da keine Ahnung. Ah, eine Kaffeebohne, ne? Noch ein bisschen Reis. Noch eine Kaffeebohne. Hier eine Erdnuss. Ja, komm, dann pflanzen wir nochmal die Kaffeebohnen. Die Kaffeebohnen an. Ich hoffe, dass das so einfach geht. Ja, das geht's. Machen wir mal hier die Peanut. Den Reis tun wir dazu. Und pflanzen uns hier einen schönen Kokosnussbaum hin. Für die Kokosnuss, für die Kokosnuss, für die Kokosnuss geklaut. Wollt ihr mir nochmal was? Fischjacke und Monster G. Bevor ich die jetzt esse, pflanze ich die an. Ganz ehrlich. So, wächst der schon? Ja, das sieht doch gut aus. So. Würde ich sagen, wir reißen mal hier so weit dort ab. Und ziehen dann in unsere neue Heimat ein. Wo ich meine Pickaxe, die habe ich hier. Fliegen wir dann einmal hier rein. Also eins haben Dom, Sigurin und Vishu echt nicht bedacht.
Es ist zwar ein super tolles Haus, aber es ist nicht idiotensicher. Ich weiß, teilweise echt Probleme mit die Tür aufzumachen. Also, ja, Abzüge. Jens, das haben wir gehört. Ich glaube, ich sollte auch lieber ganz schnell die Fresse halten, sonst kriege ich von Vishu auf die Fresse. Aber hier könnte man ganz gute Schmiede reinmachen, finde ich. Ja, ich weiß, wo wir die Smeltery reinmachen. Machen wir hier den Crafting Table hin. Den Dimension Anchor. Sollte eigentlich kommen. Wir machen das noch mal so, dann bin ich mir sicher. Das finde ich schade, dass man hier nicht anzeigen lassen kann, wie weit das geht. Nehmen wir mal die Sugarcanes mit. So, kann man eigentlich aus den Zombie-Brains, können wir da, was, also Camouflage-Paste. Kommen wir da auch an Leder ran? Das wäre nämlich echt nice, weil dann hätte ich schon die Idee, was. Nein, ich frage jetzt gar nicht. Was man machen könnte, ja, über das Ultimate Mystery Set, das war mir klar. Wett. Enchanter, Dying Rag. Das kann eigentlich so alles. Man kann die auch noch. Blood. Boah, Zombie Pizza, Suspicious Looking Soup. Ah, okay. Wir haben auch nur ein Slimeball, das ist doof. Ich mach das jetzt erstmal so. Schauen wir hier vorerst das Lager hin. Ich packe erstmal provisorisch die Sachen rein. Und lasse das diesmal nicht so ausatmen wie beim letzten Mal, keine Sorge. Sagte er, aber fand seine Sachen nicht wieder. Können wir das auch noch? Ja, komm. Falls wir die Truhe auch schon mal ab. Sind wieder alleine auf dem Server. Hier irgendwo und habe ich auch schon keine Ahnung wo. Nehmen wir das Ganze mit. Ich schmeiße das hier alles rein. Also ich werde hier aus auf jeden Fall dann wirklich nur ein Wohnhaus machen. Ich werde einen Teufel tun und die Maschinen hier rein tun, dafür werde ich wahrscheinlich noch so ein kleines Labor errichten. Ich schätze mal, da drüben kommt dann noch ein Labor hin. Das ist sehr schön, dass es jetzt Nacht wird. Können wir nämlich nochmal hier jetzt die restlichen Sachen hinpacken. Das, 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 das. Doof, 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 zurück damit, nur der wertvolle Kram.
Komm, das kann auch noch mal da, weil ich, wieso sing ich, als wäre heute schon Weihnachten, denn ich bin ein Vogeldepp. Was war eigentlich so euer schönstes Weihnachtsfest und wieso? Wieso habe ich das eigentlich schon am 3. Oktober? Wieso habe ich da so eine Frage raus? Naja. Gut. Hier ist irgendwo ein Zombie, aber ich habe keine Ahnung wo. Das interessiert mich jetzt noch, wo der Zombie ist. Oder ist der hier? Nee. Na gut, dann haben wir eben einen kleinen Haus-Zombie, ist auch egal. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge mal kommt, wir machen mal hier das Holz weg, das sieht doof aus. Das muss echt nicht sein. Vielleicht mache ich sogar noch eine vierte Aufnahme heute. Ah, die ersten Pflanzen sind schon gewachsen, sehr schön. Die wachsen hier echt gut, muss man sagen. Haben die erste Blaze-Pflanze. Oh, sogar einen zweiten Copper-Seed. Und frische Tomaten. Alter, wie viele kommen? Cherry-Tomatoes. Was kann man aus denen machen? Gar nichts. Ah, das war was tatsächlich durch. Ja, immer noch. Auch nicht schlecht. Es ist fertig, aber die Anzeige wird, zeigt es falsch an. Gut. Machen wir jetzt mal ganz schnell hier das weg. Und dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge mal, dass wir so ein Portal in die Mining World kriegen. Machen uns dann nochmal ganz, ganz schnell eine neue Pickaxe. Eine neue Spitzhacke. Alter, bin ich eigentlich total auf den Kopf gefallen. Eine neue Axt. Eine neue Pickaxe, eine neue Spitzhacke. Ich wurde nochmal vor kurzem gefragt, warum eigentlich keine Musik mehr da ist. Ja, die Musik ist zwar ganz schön und so, aber sie geht mir nach einer Zeit so einfach derbe auf den Sack. Also ich werde echt mal schauen, dass ich da eine bessere Lösung finde, aber es wird wahrscheinlich mal was dauern. Und ich habe auch irgendwie keinen Bock gehabt, das dann einfach so nachher noch einzuarbeiten.
Wenn ihr das aber wollt, dann muss ich werde das einfach machen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja. Es wird wahrscheinlich auch demnächst mal ein neues Projekt starten. Ich habe eigentlich noch zwei Projekte so auf Vorrat, die ich gerne mal machen würde. Eins werde ich aber dann wahrscheinlich auf Vorrat aufnehmen, da ich dann immer sowas schon mal habe, wenn ich mal wieder was weniger Zeit habe. Also ich denke auch schon im Voraus teilweise, weil bei mir ist es ja so, ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen und ich mache das, wie gesagt, das Abitur. So, für alle, die es nicht genau wissen, wie das Abitur abläuft, ich meine jetzt nicht Lernen, Lernen, Ende. Ich meinte jetzt eher, wie das Abitur so sich verhält von der Notenverteilung. Und zwar ist es so, eine Klausur gibt jetzt eine bestimmte Anzahl an Punkten. Eine 1 sind 15 Punkte, eine 6 sind 0 Punkte. Und dann halt eine so darunter Abstufungen. So, und dann, ich bin jetzt in Klasse 12, erstes Halbjahr. Und dann hat Zeit bis zur Klasse 13 Halbjahreswechsel, also Anfang zweites Halbjahr, Ende erstes Halbjahres, hat man Zeit insgesamt mit einer bestimmten Anzahl von Punkten zu sammeln. Maximal sind das 900 Punkte. Hört bei 840 von der Verteilung zwar schon auf, also 840 ist eine 1, besser geht nicht. Aber es besteht die Möglichkeit, insgesamt wirklich auf diese 900 Punkte zu kommen. So. Was machen jetzt diese Punkte? Diese Punkte, man braucht eine bestimmte Anzahl an Punkten, um ins Abitur eingelassen zu werden. Und zwar braucht man da, wenn ich mich nicht täusche, waren das mindestens 200 Punkte, das entspricht einer glatten 4, ins Abitur zugelassen zu werden. Ja, und ich hatte jetzt halt erstmal angefangen und wir haben das hier erstmal Klausuren geschrieben und ich muss halt wirklich gucken, dass ich an die Punkte rankomme. Ich will erstmal gucken, dass ich diese 200 Punkte sicher habe, dass ich auch wirklich im Abitur zugelassen bin. Ab dann konnte ich es ein bisschen ruhiger angehen, aber ich werde auch dann noch weitermachen. Ich will ja auch ein gutes Abi abschließen. Ich würde sagen, das war wieder eine kleine produktive Folge. Haben wieder was geschafft, sind schon mal umgezogen ins neue Haus, haben das alte abgerissen. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentaren. Hört auch mal beim Sirien vorbei, der würde sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Entschuldigung für den Gerner. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Minecraft. Macht's also, bis dahin, tschüss.